Hallihallo, hallihallo, hallihallo. Hier ist die Andrea aus Andalusien von andreawirk.com. Heute mal wieder mit einer wöchentlichen Legung, die zeitlos ist und an der jeder mitmachen kann, wenn er mag. Er ist herzlich eingeladen. Wir schauen uns einfach an, was gerade los ist, was wir wissen sollten, was die Karten uns sagen, auf was wir aufpassen sollen, achten sollen, was für Tendenzen da sind, Möglichkeiten, Hindernisse, was auch immer, ja? Wie immer biete ich eine Zeitqualitätskarte an und drei verschiedene Stapel, was jeweils ein Tarotdeck ist. Und du darfst dir, wenn du magst, einen oder auch mehrere Stapel aussuchen. Genau, und vielleicht sagt dir auch die Zeitqualitätskarte schon, ob es dein Thema ist oder nicht. Also spür hinein in diese Legung, in die Stapel. Ist es dein Thema? Ist es nicht dein Thema? Kannst du was rausnehmen? Kannst du Inspiration rausholen? Für mich ist die Legung eigentlich eine Spielwiese. Ich möchte einfach nur Input geben. Das heißt, du kannst dir auch einfach nur Inspiration rausholen, falls die Legung jetzt nicht komplett mit dir konform geht, ja. Wichtig ist, dass du irgendwas mitnimmst. Das ist mir wichtig. Und solltest du gar nichts mitnehmen, ja, dann leg die Legung weg. Ist eine allgemeine Legung. Die kann ich auf jeden zutreffen. Ja, das muss ich immer wieder sagen. Und genau, wichtig ist mir, dass du ganz, ganz intuitiv bist, ganz selbstverantwortlich damit umgehst, ehrlich mit dir selber bist und dass du auch spielerisch damit umgehst. Gell? Okay. Dann würde ich sagen, fangen wir jetzt an und zwar mit der Zeitqualitätskarte. Da habe ich heute das Symbolon-Deck. Das ist ein astrologisches normales Kartendeck. Ich glaube, ich habe die Karten verkehrt rum und richtig rum und verkehrt rum und richtig rum. Aber ich lese ja nicht richtig rum und verkehrt rum. Jetzt ist auf der Sonnenterrasse wieder Bewegung. Mein Hund will rein. Hier ist alles Mögliche los. Ich hole den gerade mal rein, bevor ich die Karte aufdecke. So, dann machen wir mal weiter und gucken uns die Karte an. Sorry für die kleine Unterbrechung. Mit drei Hunden ist das nicht so einfach. Wow, wir haben hier die Jungfrau. Nee, das ist der Skorpion. Pluto, Skorpion und Fische, Neptun. Ja, das ist jetzt echt interessant. Hier haben wir das Helle, hier haben wir das Dunkle, hier haben wir das Tiefe, hier haben wir die Versuchung mit der Schlange. Was haben wir hier eigentlich drauf? Ich kann es nicht erkennen. Und hier haben wir das Helle mit dem Ei. Das ist dann so auch die Neugeburt. Hier haben wir die Lilie, die ja die Weisheit ist, die Harmonie. Hier haben wir die Fliegenpilze. Das ist echt sehr geil. Ja, und soll ich dir was sagen? Ich will nicht immer wieder drauf rumreiten, aber das ist für mich hier irgendwie nochmal den Sumpf der alten Welt angucken, sozusagen. Wir sind ja immer noch, also wir haben jetzt gerade den 21. Dezember 2020 hinter uns gelassen. Es ist zwar eine zeitlose Legung, aber trotzdem sage ich das jetzt. Und der 21. Dezember war ja so ein Fixpunkt. Da ging es ja darum, dass eben eine bestimmte Planetenkonstellation dafür sorgt, dass die Energie so ist, dass wir eben jetzt sozusagen aufwachen können, erwachen können, in die neue Welt gehen können, wie auch immer man das ausdrückt. Und das ist für mich so ein bisschen diese Karte. Es geht hier tatsächlich für mich auch um eine Entscheidung, bleibe ich in dem alten Sumpf hängen oder traue ich mich, in die neue, freie Einheit zu gehen. Die Fische-Energie ist die Einheit. Ja. Die Skorpion-Energie ist eine Vorstellung, die man vielleicht hat, oder ja, ich sage jetzt mal eine Vorstellung, die man hat und an der man festhält. Und im Prinzip ist es der Irrtum, aber man weiß noch nicht, dass man sich irrt. Die Wahrheit ist hier und hier ist der Irrtum sozusagen. Also ich mache gerade eine Ausbildung bei einem Astrologen, der die Astrologie ein bisschen anders sieht, der Peter Hensel heißt er, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie er mit Nachnamen heißt. Und ich finde das sehr geil, wie er die Astrologie, wie er das macht,
weil das genau nach meinem System geht. Und er hat das so interpretiert und das ist für mich auch ganz, ganz identisch. Also ich gehe da ganz konform mit. Und diese Karte, also für alle, die jetzt normale Astrologie machen, die denken wahrscheinlich jetzt, was erzählten die, aber das ist so das, was ich aus der Astrologie auch raushole. Also hier geht es, lange Rede, kurzer Sinn, darum, um eine Entscheidung. Bleibe ich im alten, ich drück's jetzt mal ganz platt aus, und bleibe ich im alten Sumpf hängen oder gehe ich in die neue, freie Weite und in die Einheit letztendlich? Ja, das ist für mich hier die Karte. Ich möchte aber trotzdem noch mal ganz schnell hier in das kleine Büchlein gucken, was hier steht. Hier steht wahrscheinlich was ganz anderes, weil dieser Mensch, der dieses Deck erfunden hat, der ist meiner Meinung nach auch noch sehr, aber es ist auch schon älter. Das ist noch ein bisschen auf, also das hat eine schwere Energie teilweise, finde ich. Ist meine Meinung. Kann jetzt jeder auch anders denken, der das Deck hat. Ist ein wundervolles Deck, aber warte mal, wo haben wir es denn? Der Heiligenschein steht hier. Ja, siehst du, hier geht es ein bisschen. Aber es geht schon um diese Energie, die ich schon gerade so gesagt habe. Also, es geht um die Entscheidung. Gehe ich in diese neue Energie rein, die wir gerade haben, bekommen haben und die natürlich noch länger andauert? Das ist ja alles auch ein Prozess. Oder bleibe ich im Alten hängen, im alten Sumpf? Ja, das ist letztendlich jetzt die Legung. Das ist total krass. Ja, wenn du da jetzt irgendwie mit, das kann sich natürlich jetzt auch um Alltag handeln, dass du vielleicht was Altes, was schwer ist, was nicht mehr Bestand hat, was vielleicht auch manipulativ ist, ja, dass du das loslassen, freigeben kannst, also dich entscheiden sollst, darfst jetzt, lasse ich das alte, schwere, manipulative gehen oder gehe ich in das, fange ich was Neues an, in das Leichte, traue ich mich oder eben nicht. Und das kann sich auch auf den Alltag beziehen, ja, auf eine neue Möglichkeit zum Beispiel. Okay, wenn du dich hier irgendwie mit identifizieren kannst, dann lade ich dich ein, weiterzumachen. Ich habe hier das drei Decks und zwar habe ich hier das The Muse Tarot, also die Muse sozusagen. Das ist das Sun and Moon Tarot. Das gebe ich ab. Das ist heute das letzte Mal, dass ich es verwende an einen Herzmenschen, der bekommt das. Und das ist das Mystic Monday Tarot, die Nummer 3. Also 1, 2 oder 3. Du darfst dich jetzt entscheiden. Die Karte ist ja sehr geil. Okay, du sollst dir die Stapel angucken. Okay, dann würde ich sagen, dann machen wir jetzt weiter. Hallihallo, du Lieber vom ersten Stapel. Das ist jetzt das The Muse Tarot. Wollen wir mal gucken, was bei dir los ist mit deiner Entscheidung. Und ich hatte es zwar eben schon erwähnt, aber ich sage es gerne nochmal, weil manche gucken sich den ersten Teil gar nicht an. Dass ich einfach nur daran erinnern möchte, dass das hier eine allgemeine Legung ist und die natürlich nicht mit jedem konform gehen kann. Ist ja logisch. Also spür bitte genau hinein, ob es deine Legung ist, ob du Input rausholen kannst. Auch wenn es nur ein kleiner Input ist, freue ich mich schon. Und wenn du gar nichts hier rausholen kannst, wenn das für dich so ist, was ist denn das? Dann leg sie weg, die Legung, und such dir einfach eine andere aus, bei mir oder auch bei anderen Kartenlegern. Es gibt sehr schöne Legungen im Internet und sehr coole Kartenleger auch. Da ist bestimmt einer für dich dabei. Also nicht ein Kartenleger, vielleicht auch, aber eine Legung, ne? Okay. Ja, oder du kannst natürlich auch bei mir eine buchen, ne? Ach, irgendwie bin ich hier schon wieder. Die Karten fühlen sich gut an. Ich könnte jetzt stundenlang mischen, irgendwie. Die haben eine schöne Energie. Aber wir wollen ja den Film hier nicht wieder so lang machen. So, wollen wir mal gucken, was bei dir los ist. Wir haben alle Karten wieder mal verkehrt rum. Ich lese Karten nicht verkehrt rum. Wir haben hier den, wow, den Ritter der Emotionen. Die 7 der Stimmen, das ist ja interessant.
Die haben wir nämlich so eine Manipulationsstimme. Und die neun der Materials. Wir haben den Mond. Oh, der ist hier geil. Ist der nicht geil? Der ist echt Hammer. Die Königin der Emotionen. Wow, guck mal hier oben. Das habe ich erst nicht direkt gesehen, dass hier oben, dass hier unter Wasser ist und hier oben ist noch jemand mit Vögeln. Die Herausforderung haben wir den Magier. Wow. Und wir haben. Oh, wie geil ist das denn? Das ist sehr, sehr geil. Die acht der Emotionen haben wir als. Das ist ja geil, als Ergebnis, Baby. Und guck dir mal diese beiden Karten an hier. Das sind deine Ängste. Und das. Da hast du die Ängste besiegt, sozusagen. Wow, du hast hier einen dicken, fetten Herzensruf. Einen dicken, fetten. Es kann auch sein, dass es hier um die Liebe geht. Also, wenn du ein Thema mit Liebe reinbringst, kann es sein, dass es hier auch um die Liebe geht, dass hier jemand dir ein Angebot macht, dass ein Angebot reinkommt von Liebe. Aber es kann auch sein, dass es einfach nur dein Herzensangebot ist, dein Seelenangebot, dass deine Seele sagt, hier möchte eine Emotion gelebt werden, hier möchte Kreativität gelebt werden, hier möchte Liebe gelebt werden, hier möchte deine Seele, dass du in dein Selbstbewusstsein kommst oder wenn es ein alltägliches ist, dass du eben da ankommst, wo du dich sau wohl fühlst. Du dich, ja. Aber hier ist noch die sieben der Stimmen. Das ist sehr geil, dass das jetzt Stimmen heißt, weil die sieben der Schwerter ist es ja normalerweise, ist ja so eine Karte, wo man sich, die ich so definiere, wo man sich selber so ein bisschen belügt, um das Thema herumschleicht, nicht ehrlich zu sich ist, sich selber austrickst oder eben ausgetrickst wird oder andere austrickst. Aber hier würde ich sagen, trickst man sich selber aus. Und es ist ganz wichtig, dass man sich vielleicht sogar auch austrickst, damit man dann letztendlich nachher hier sieht, wo die Tür eigentlich ist, wo es lang geht. Also mir sagt diese Kombination ganz klar, dass du ja, dass du an einem Punkt der Entscheidung bist, bleibe ich hier in dem Sumpf oder gehe ich in das, was mich befreit letztendlich. Ja, das ist hier der Sumpf und das ist die Befreiung in Anführungsstrichen. Und du bist vom Kopf her noch ein bisschen hin und her. Vielleicht wirst du auch von außen manipuliert. Vielleicht, ja. Und du traust dich noch nicht so ganz, du wirst noch ausgetrickst, du traust dich noch nicht so ganz, das Alte wirklich hinter dich zu lassen, auf dein Herz zu hören. Da sind noch ein paar Ängste. Du kannst den Weg vielleicht auch noch nicht erkennen und du brauchst es anscheinend auch, den Weg zu erkennen, aber das Mondlicht zeigt dir den Weg nicht. Das Mondlicht zeigt dir mal alles ein bisschen diffus. Ja, vielleicht ist deswegen auch hier irgendwie so eine, vielleicht manipulierst du dich, weil du nicht weißt, wie, was, warum, weshalb. Du bist nicht klar, aber hier ist der Ruf, hier ist der Ruf. Und im Prinzip, mit den neuen der mit Materials, ist es eigentlich so, dass du schon da bist, wo du. Also du bist eigentlich schon in dem Leichten und eigentlich auch, wenn man es jetzt auf den Bewusstwerdungsweg legt, bei dir. Aber du siehst es noch nicht. Das ist auch der Mond hier. Du siehst es noch nicht. Du spürst so ein bisschen was, aber du siehst es nicht. Ja? Du bist vielleicht auch noch am Erkunden. Das kann natürlich auch der Ritter der Emotionen sein. Oder du, wenn es jetzt um die Liebe geht, dann kannst du sie noch nicht so richtig wahrnehmen, die Liebe, die dir entgegengebracht wird. Oder das, was da jetzt kommt. Du kannst es noch nicht wahrnehmen. Es kann natürlich auch sein, dass das die Energie ist, die wir jetzt haben, die kommt. Dieses neue, dieses neue Bewusstsein, was kommt. Das kannst du noch nicht so greifen. Ja, das macht dich kirre. Das macht dich total kirre. Deswegen drehst du alles im Kreis. Aber du bist eigentlich schon
Du hast es eigentlich schon fast geschafft, ja? Und das Potenzial ist tatsächlich, dass du bei dir ankommst, dass du wirklich bei dir ankommst, dass du wirklich, weil die Königin der Emotionen ist ja auch Wasserzeichen. Sie ist zwar, glaube ich, eher Krebs als Fische, aber sie ist manchmal auch Fische. Das heißt, du wirst dann wirklich auf eine neue Bewusstsein. Also die Fische ist ja auch Spiritualität, die ist ja auch eine Bewusstsein, das Bewusstsein. Du wirst dann sicherlich bei dir ankommen auf einer neuen Bewusstseinsebene. Ja, du solltest aber hier deine eigenen Manipulationen, deine eigenen, ja, du hältst dich selber noch zurück. Ja, das ist so ein kleiner Teufel hier eigentlich, die 7 der Voices. Hier ist eigentlich deine neue Bewusstseinsebene, aber du traust dich noch nicht so über die Brücke, du tust dich immer wieder, also die Skorpionenergie, die zieht dich immer wieder zurück, ja. Das ist nicht so einfach, ich weiß. Weil da natürlich auch Ängste sind. Die Skorpionenergie sind natürlich auch Ängste. Diese Skorpionenergie, die wir hier haben, ist auch Macht und Manipulation, ja. Im negativen Sinne natürlich. Also die Pluto-Energie. Also hier ist so ein. Ich glaube, du wirst immer wieder zurückgezogen in das Alte, in den Sumpf und gehst dann wieder nach vorne und dann wirst du wieder. Und das sind dann Ängste, das sind Zweifel, das sind Manipulationen von außen. Wir werden ja von außen gerade sehr manipuliert, zum Beispiel. Es kann sich zum Beispiel ja auch um Geschichten halten, die jetzt hier mit, wir sind ja im Dezember 2020 mit Corona zu tun haben. Da sind ganz viele Ängste, da sind ganz viele Manipulationen. Aber wir sind jetzt dabei wirklich in die Wahrheit zu kommen. Das ist so ein Stück weit auch die Wahrheit, die Bewusstseinsebene. Also wenn du jetzt auf der Bewusstseinsebene hier gelegt hast, wenn es eine Beziehung ist, würde ich sagen, oder eine Verbindung, dir wird was entgegengebracht an Liebe und du traust dich nicht, den Weg zu gehen, obwohl du eigentlich weißt, du würdest hier ankommen, du würdest bei dir ankommen. Und du wirst auch da immer wieder von Ängsten und Zweifeln zurückgezogen und traust dich nicht, es zu leben. Oder auch bei einem alltäglichen Ding. Aber hier geht es um die Gefühle. Hier geht es definitiv um Gefühle. Kann natürlich auch ein anderer Mensch sein. Es muss jetzt nicht eine Liebesbeziehung sein, ja. Also entweder bist du selbst auf deinem Bewusstwerdungsweg oder es ist ein anderer Mensch, der dir sehr tief, der sehr tief, mit dem du tiefe Gefühle hast oder der dir tiefe Gefühle entgegenbringt. So, und deine Herausforderung ist letztendlich, dass du das Ganze meisterst. Das ist nämlich der Magier. Du hast Angst, in deine wahre Kraft zu kommen. Du hast Angst, hinter den Schleier zu gucken. Und deine wahre Größe vielleicht auch zu zeigen. Du hast deine Größe hier. Das ist deine Größe. Aber du traust dich noch nicht. Du traust dich noch nicht, du glaubst nicht an dich und du glaubst auch nicht an das, was dir entgegengebracht wird. Und der Magier sagt mir, glaub dran, du bist groß und guck mal, gerade dieser Magier, sie macht sich ja auch noch größer. Du hast eine Größe, die du leben kannst. Und wenn es um den Bewusstwerdungsweg geht, ist das dein neues Sein oder ist es nicht dein neues Sein, sondern dein Sein, was du dann letztendlich in die materielle Welt leben kannst, ja? Und auf einer alltäglichen Ebene würde ich sagen, ist es, dass du in deinem Alltäglichen, worum es geht, dass du Angst hast, also weil das ist ja letztendlich die Herausforderung, dass du dich nicht traust, dich in deiner wahren Größe zu zeigen, was auch diese Karte sagt. Das ist nämlich die Selbstbewusstseinskarte für mich. Die Ich fühle mich sauwohl mit mir Karte. Und der Magier in diesem Deck ist auch sowas. Und er kennt auch seine Talente. Und du traust dich auch nicht, dein wahres Sein, deine Talente, wenn es um Berufung geht, deine wahren Talente, deine Berufung vielleicht auch zu leben. Vielleicht geht es ja hier auch um die Berufung, ja. Und du bist immer noch in deinem alten Beruf, der sumpfig ist und jetzt ist der Zeitpunkt, wo du deine Berufung leben willst. Das ist ja auch ein Herzensruf. Es kann auch sein, ja. Und das ist für dich aber jetzt eine Herausforderung, das Ding wirklich zu meistern. Aber das Potenzial ist, wenn du dich jetzt nochmal dem Alten stellst, wenn du dich diesem Trickster stellst, wenn du dich traust, wenn du deine Ängste vielleicht nochmal anschaust, dann hast du das Potenzial, zur wahren Größe zu kommen und in dein wahres Potenzial. Und dann hast du auch als Ergebnis, gehst du auch den Weg. Du traust dich dann, auch wenn du nicht weißt, wo es hingeht. Du traust dich. Du traust dich, diesen Weg
zu gehen in die Wahrheit. Und das kann jetzt sein, dass es ein Bewusstseinsschritt ist. Es kann aber auch sein, dass es einfach, ja, dass es wie soll ich sagen, deine Authentizität ist, was ja letztlich auch mit Bewusstwerdung zu tun hat. Es kann aber sein, dass du dich dann traust, in die Wahrheit zum Beispiel der Liebe zu gehen, die dir entgegengebracht wird, oder der Gefühle. Oder es kann sein, ich habe jetzt vergessen, natürlich das Dings auszuschalten, muss ich gerade mal machen. Oder es kann sein, dass ja, du traust dich auf alle Fälle dann. Auch wenn du nicht weißt, wo du hingehst. Du traust dich, die emotionale Sicherheit loszulassen und in die Wahrheit, in die Einheit zu gehen, die Einheit mit dir selbst, oder auch vielleicht eben in die Bewusstwerdung. Das wäre dann ja in dem Fall auch eine Einheit. Wow. Und wie gesagt, wenn es alltäglich ist, bring es in deinen Alltag rein. Das geht auch. Aber wir haben hier zwei große Arkanas, was mir schon auch sagt, dass es hier auch und auch und zwei Hofkarten, die für mich auch eine Bedeutung haben, sagt mir schon, dass es hier auch um was Größeres geht, nicht nur um den Alltag. Aber wie gesagt, wenn du ein Alltagsding hast, kannst du das hier wunderbar auch reinbringen, ja? Wow. Ich glaube, ich möchte hier noch diese astrologischen Karten ziehen. Das ist das Black. Ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Black Moon. Ups, pardon. Das Black Moon Astrology Deck. Raus. Was haben wir hier denn? Oh, wir haben ja den Jupiter. Das ist ja geil. Und Jupiter Return, das heißt, der wieder zurückkommt, also nachdem er rückläufig war wahrscheinlich. Hier steht Benefits. Also es wird alles gut werden. Es wird alles, also die Sterne stehen gut für dich. Also der Jupiter ist ja letztendlich auch der Glücksplanet, der Planet der Weite auch und der Horizontöffnung. Und hier geht es wirklich darum, dass du dich jetzt dem Horizont öffnest, dass du dich wirklich aus diesem Alten schälst, in dem du noch drin hängst, was dich immer wieder zurückzieht, ja, was ich gerade gesagt habe, diese Sumpfenergie, dass du wirklich rausgehst in die Weite, in die Freiheit, in die Liebe, in die Wahrheit vor allen Dingen, in die Einheit und in die Wahrheit. Wow, das ist eine sehr, sehr schöne Legung. Und dass du deine Talente lebst und auch entdeckst, das ist auch nochmal wichtig. Das ist die Herausforderung. Und wenn du dich dem Ganzen gestellt hast, dann wirst du deine Talente wissen. Und dann wirst du ganz groß werden und wirklich hier mit der Königin, das ist dann auch dein Potenzial. Dann wirst du, ey, du wirst so groß werden, dass du das kannst du dir, glaube ich, im Moment gar nicht vorstellen. Das ist so ein bisschen jetzt auch hier die Schöpferkraft, hier die zwei Karten für mich, ja. Klasse. Ja, okay. Spür hinein, ob es deine Legung ist. Wenn es deine Legung ist, freue ich mich total. Und wenn du noch Fragen hast, wenn du noch eine Legung möchtest, dann darfst du mich natürlich gerne anschreiben. andreawürk.com ist meine Webseite. Da findest du die Daten, also mein Telefon und Telefonnummer. Und du darfst mich gerne über WhatsApp und Telegram anschreiben. Ja, okay. Okay, dann danke ich dir sehr fürs Mitmachen und ich wünsche dir alles Liebe. Tschüss. Hallihallo, hallihallo, ihr Lieben. Ich muss gerade mal vom zweiten Stapel. Das ist jetzt das Sun and Moon Tarot, das ein unheimlich schönes Tarot ist. Ich finde, das hat sehr wunderschöne Bilder, aber ich merke gerade, das darf gehen, auch wenn ich es mag, aber ich verwende es kaum noch. Deswegen habe ich das jetzt einem Herzmenschen versprochen und es geht dann nächste Woche auf die Reise. Und ja, heute das letzte Mal dieses Deck. Ich möchte jetzt gerade noch mal darauf hinweisen. Also erstmal wollen wir jetzt mal gucken, was da bei dir so los ist, ne? Fragen wir mal die Karten, dass die uns jetzt auch ein schönes Reading geben. Und dann möchte ich noch darauf hinweisen, dass du bitte sehr
sehr gut hineinspürst, ob das hier deine Legung ist. Und solltest du merken, dass du nichts aus dieser Legung rausholen kannst, gar nichts, noch nicht mal ein Mini-Input, dann leg sie bitte weg, ja, weil es ist eine allgemeine Legung, die kann nicht auf jeden zutreffen, ne? Okay, dann such dir im Internet eine andere aus, da gibt es wundervolle Kartenleger mit wundervollen Legungen und da ist garantiert auch eine für dich dabei, okay? Kannst natürlich auch bei mir eine private Lesung buchen, das geht natürlich auch. So, wollen wir mal gucken, was dieses wundervolle Deck uns heute zu sagen hat. Wir haben die 5 der Pentakel. Und wir haben auch wieder die 8 der Kelche, hatten wir eben schon. Und die Empress. Guck mal, wie schön die hier in dem Deck ist. Ja. Du hast gerade ein Thema mit deinem Selbstbewusstsein und du fühlst dich gerade armselig. Und du fühlst dich armselig, weil du spürst, da ist was, ja, da ist ein Ruf, da ist was, was dir vielleicht dazu führt, dass es dir besser geht, dass du vielleicht auch erkennst, wer du bist und was du kannst und. Das ist auch hier der Stern so ein bisschen, so wie der Mond, aber du traust dich nicht zu gehen gerade. Du traust dich nicht wirklich zu gehen. Guck mal, was hier noch liegt. Wir haben die Justice hier. Und du kannst im Moment nicht in deine wahre Größe kommen. Im Moment bist du, spürst du, bist groß. Du bist die Kaiserin. Du bist die Kaiserin. Ja. Du bist mit allem verbunden. Das ist ja hier auch hier, die Fischelenergie ist ja auch mit allem verbunden. Aber du kannst es nicht fühlen. Du bist eine ganz große, ganz groß, aber du spürst es nicht. Und du weißt aber auch, dass du einen neuen Weg einschlagen musst, damit du dich besser fühlst vielleicht, damit du diese Größe auch wirklich leben kannst. Aber du schaffst es nicht. Du bist gerade so in einer Angst, dich zu zeigen. Ja. Und das ist hier ja auch eine materielle Karte. Das heißt, hier haben wir aber auch eine emotionale Karte. Das heißt, es geht sicherlich um was Materielles. Es geht entweder um Besitz oder aber auch um den Beruf, um die Arbeit. Vielleicht hast du da irgendwas, was dich einschränkt. Oder was dir eben das Selbstvertrauen nimmt. Vielleicht fühlst du dich nicht mehr wohl und du weißt, du müsstest das, was du beruflich machst, oder was in der Familie vielleicht auch ist, oder finanziell musst du neue Wege einschlagen, aber du traust dich eben nicht, diesen neuen Weg einzuschlagen. Du hängst in dem Sumpf fest letztendlich, von dem ich hier geredet habe. Und jetzt gilt es, sich zu entscheiden, weil du hast eigentlich ein Riesenpotenzial, in den Wachstum zu kommen. Und du hast auch ganz viel, ich sag mal Talente, Talente wäre jetzt mehr der Magier, aber du bist wer? Du bist wer? Du bist die Kaiserin. Also ist jetzt auch egal, ob du männlich oder weiblich bist. Und was jetzt bei dir gerade los ist, ist, dass du im Moment vielleicht zu viel Kopfkino hast, dass du vielleicht zu sehr in deinen Emotionen festhängst. Und nicht wirklich auf deine Gefühle hören kannst, auf deine Seele. Du hängst vielleicht sehr in den Emotionen, in deinem Mitleid, in Ängsten. Das ist ja meistens hier auch Ängste, diese Karte steht ja hier auch. Und spürst nicht deine wahre Kraft, die hier eigentlich ist, ja. Weil es vielleicht tatsächlich um eine Entscheidung geht, wo du dich nicht traust zu entscheiden. Die Justice ist ja letztendlich auch eine Entscheidung. Die Justice ist ja, dass sie ausgleichend wirkt und sicherlich auch entscheidet, weil hier das Schwert, das ist das Schwert der Klarheit, das Schwert der Entscheidung vielleicht auch, ja. Und du darfst jetzt erstmal entscheiden, auf, ja, das Kopfkino auszustellen, was du sicherlich hast. Das Emotionskarussell auszustellen und eben versuchen, in die Klarheit zu kommen. Jetzt gucken wir mal, was hier als noch so liegt.
The Chariot, okay. Hier haben wir den Prinz der Stäbe und hier haben wir die Vier der Pentakel, die hier zwar Kraft heißt, aber die sagt mir, dass du deine Kraft eben nicht zeigst. Du hast ganz viel Kraft und du sperrst sie aber ein und du hast Angst rauszugehen. Und das ist die Herausforderung, dein wahres Sein, deine wahre Herrscherin zu zeigen. Und du traust dich nicht, irgendwas hindert dich dran. Da haben wir jetzt noch keinen Input. Was hindert dich denn mal dran? Ich glaube, wir nehmen hier mal. Ich habe hier noch andere Karten liegen. Glaube, ich nehme die Next World Tarot Karten. Oder das. Ich habe auch noch hier noch die Hexenkarten. Was nehme ich? ich nehme die Next World Karten. Was ist denn da? Warum kannst du da nicht? Warum traust du dich nicht, diesen Weg zu gehen? Was ist da los? Ich will keinen raus. Ich will jetzt aber nicht 2 Stunden hier mischen. Die Vier der Stäbe. Die Venus im Widder. Also wenn ich jetzt von der Konstellation hier ausgehe, hier steht zwar Harmonie, aber es könnte sein, dass du blockiert bist. Der Widder kann auch eine Blockade sein, wenn er zu heftig ist. Ja, dass du hast eine Blockade. Du hast eine Blockade, dich wirklich auch zu entfalten. Die Vier der Stäbe ist für mich ja auch die Entfaltung. Ja, sie hat ja hier, sie entfaltet sich hier ja auch. Ja, sie macht ihr, sie lebt ihr Talent letztendlich. Und du hast wirklich Angst. Der Aries ist in dem Fall wahrscheinlich die Hemmung. Also ich meine, wir sind ja bei dem Hindernis, ne? Und da muss ich ja jetzt von der Hemmung ausgehen. Und der will vielleicht raus und ja, oder der Aries, also du willst auf der einen Seite raus, dich entfalten, aber auf der anderen Seite traust du dich eben nicht. Ja, das ist dieses, ja, da darfst du hingucken. Du darfst da jetzt einfach mal hingucken, was das ist. Ich lege jetzt auch noch mal, weil ich mich eben nicht entscheiden konnte. Die Everyday Witch Tarot Karten. Vielleicht kriegen wir noch einen Hinweis. Weil es sieht alles gut aus, ja. Na, hier noch eine. Guck mal, da haben wir die Sonne. Und hier noch eine. Hier ist noch eine liegen geblieben. Okay. Also, wir haben ja die Vier der Stäbe, die eigentlich positiv ist, und die Sonne, ja. Also, du, und hier haben wir ja auch die Sonne. Also, die Empress ist ja auch ein bisschen die Sonne. Also, du hältst das, was dein wahres Sein hältst du fest, ja. Wenn wir jetzt von einem Bewusstwerdungsweg ausgehen, hältst du wirklich dein Sein fest. Du traust dich nicht, diesen Schritt in die Wahrheit zu tun, den nächsten Schritt auf die nächste, also den Schritt auf die nächste Ebene traust du dich nicht zu tun, ja. Das wäre hier der Schritt. Weil du tatsächlich Ängste hast und Sorgen, du traust dich nicht. Du hast zu viel Kopfkino, ja. Und da darfst du jetzt rauskommen. Das ist vielleicht auch das Skorpionige, also dieses Pluto-mäßige, was dich immer wieder zurückzieht. Dieses, obwohl du ganz kraftvoll bist, ja. Und das Potenzial ist, dass du wirklich rausgehst. Das ist hier der Prinz der Stäbe, der geht raus. Du kannst, also wenn du rausgehst, dann kannst du volle Power loslegen, ja. Dann hast du eine Kraft. Und als Ergebnis. Auch hier der Chariot. Als Ergebnis wäre dann, dass du eben weißt, wohin der Weg geht. Und er geht in eine wundervolle Energie, die ein ganz toller, großer, flexibler Raum ist, wo du dich absolut entfalten kannst. Ja, das ist das Ergebnis. Aber du darfst dich trauen. Du darfst dich trauen, loszugehen. Wir haben ja als Potenzial und als Ergebnis Karten, die das. Die Aktion bedeuten. Wir haben hier ja letztendlich auch die Aktion drin, ja. Jetzt kommt mein Hund und ist in Aktion und will raus.
Aber du traust dich nicht rauszugehen aus deinem eigenen Raum, aus deiner eigenen Begrenzung letztendlich. Hier haben wir eine Begrenzung, ja. Und in dem Fall ist die Vier der Stäbe eine Begrenzung, weil du deine Talente nicht zeigst, weil du dich nicht zeigst. Und es kann, wie gesagt, auch eine berufliche Geschichte sein. Also eine Geschichte, die auf der, oder ein Projekt, ne, weil das ist natürlich auch hier mit dem, weil das ist ja auch die Hauptkarte, ist ja auch, Münzen ist ja auch immer das Materielle, ne? Ja, hör auf dein Herz, hör auf deine wahren Gefühle, nicht auf deine Emotionen, sondern auf deine wahren Gefühle. Hör auf das, was deine Seele dir sagt. Geh ganz tief in dich hinein. Versuch die Dinge objektiv zu sehen. Das ist auch Objektivität, die Justice, und in die Waagschale zu bringen und dann eben objektiv aus einer neuen Perspektive zu erkennen, dass du gar nicht armselig bist, sondern dass du die Kaiserin bist. Und dass du ganz tolle Talente hast, die gelebt werden möchten. Hier, guck mal. Das bist du mit deinem Licht. Und du möchtest dich ausdrücken letztendlich. Das ist die Herausforderung. Du schaffst es nicht, dein wahres Sein auszudrücken. Egal, ob es sich jetzt um die Bewusstwerdung geht oder eben um ein alltägliches Ding. Ja, weil du diese Ängste hast. Okay. Denn Max nervt mich, weil der andauernd raus will. Aber der muss jetzt noch ein paar Minuten warten. Lege hier jetzt die Quantenfred-Karte. Wir legen hier nochmal den Quantenfred, das E2-Deck, was der Jude uns zu sagen hat. Der Quantenfred, Gott, die Quelle, das Universum, das Kollekt, nee, das, wie heißt denn das? Universelle Bewusstsein oder wie auch immer man, ich komme jetzt nicht drauf. Auf jeden Fall. Fragen wir jetzt mal den Jude, was er uns sagt. Und der Benny, der Max, der Maxchen. Okay, das war der Max. Oh, wir haben hier zwei. Pause und auf Kurs. Ja, das ist ja spannend. Ja, Pause, das ist dieses in sich schauen. Du musst eine kleine Pause machen. Und dann geht es auf Kurs. Dann weißt du nämlich, wo es hingeht hier mit deinen zwei Gefährten hier, mit deinen Wagen, mit deinen zwei. Pause habe ich gerade eben sogar aufgeschlagen. Der Max macht jetzt auch mal eine Pause und wartet noch. Sehen Sie die Ecke dort drüben? Sie gehört ganz allein Ihnen. Und es ist Zeit, dass Sie sich eine verdiente Ruhepause gönnen, ehe Sie wieder in den Ring steigen. Was gerade dort draußen vorgeht, spielt keine Rolle. Es spielt auch keine Rolle, was die anderen sagen. Alles außer ihrer eigenen gesegneten Freude ist jetzt Geschichte. Stecken Sie Ihren Claim ab. Ja, das ist so ein bisschen auch die Herrscherin. Die ist ja, die hat ihr Terrain. Und gönnen Sie sich dann eine Pause. Der Sturm ist überstanden und ruhiges Fahrwasser erwartet Sie. Okay, du bist nicht mehr im Sturm. Du glaubst, du bist nämlich noch im Sturm, aber du machst dir deinen Sturm selber, dein Drama sozusagen. Ja, und deswegen ist jetzt Pause angesagt und Innenschau. Das sagt mir auch, dass Innenschau angesagt ist. Geh in die Natur, das sagt mir hier auch die Empress. Geh in die Natur und mach ein Retreat, mach ein Kopfretreat, mach ein Ganzkörperretreat, mach einen Wellness-Tag, mach irgendwas, damit du eine neue Sichtweise bekommst. Oder nimm dir einen Herzmensch an die Hand und ihr bearbeitet und guckt, was dir helfen kann, dass du hier rauskommst. Ja, Pause. So, auf Kurs, das ist natürlich jetzt das Gegenteil. Das machst du dann aber erst, wenn du dann aus der Pause raus bist. Sie haben die Reiseflughöhe erreicht und können sich losschnallen. Ganz gleich. Wieso wird denn das hier nicht scharf? Ganz gleich. Wo bin ich denn jetzt? Wie der äußere Anschein sein mag, sie sind auf dem richtigen Kurs. Hinter den Kulissen sind unsichtbare Kräfte am Werk, sorgen für einen reibungslosen Flug und dafür, dass ihnen Gerechtigkeit widerfahren wird. So, hier haben wir die Gerechtigkeit. Falls es doch einmal zu kleinen Turbulenzen kommt, betrachten Sie das als Hinweis, aufmerksam zu sein und Danke zu sagen. Die Waage neigt sich zu ihren Gunsten. Hier, die Waage. Alles kommt wieder ins Gleichgewicht. Vertrauen Sie ab jetzt,
fest darauf, dass auf jeden Regen Sonnenschein folgt, ja. Also geh ins Urvertrauen, du bist auf dem Kurs. Die geistige Welt oder wie auch immer du das nennen willst, das Universum, der Dude, Gott, wie auch immer, die führen dich in die richtige Richtung. Was du jetzt aber machen darfst, ist eben dich zurücknehmen, rausnehmen aus allem, aus deinem Thema rausnehmen und dir die Ängste angucken, die Sorgen angucken, zu fühlen, was da los ist und dann deine wahre Größe erkennen. Das ist deine wahre Größe. Und das Potenzial ist, dass du ganz viel Feuer hast und ganz viel Wille, dann das auch zu leben, was du leben möchtest, nämlich das, was deine Seele dir sagt. Und das kann sich jetzt auf eine berufliche Geschichte beziehen, auf ein Projekt oder eben auf deine Bewusstwerdung. Und es ist ganz wichtig, dass du ganz bewusst in deinen Sumpf reingehst, in die Pause und in deinen Sumpf und guckst, was da los ist, um dann eben vorwärts zu gehen. Du bist auf dem Kurs und im Moment ist anscheinend so eine kleine, wie nennt sich denn das, Turbulenz. Aber du darfst diese Turbulenz nutzen, um eben zu gucken, ja. Und dann, wenn du das geschafft hast, kannst du loslegen und dein Leben feiern. In einem flexiblen, kreativen, unendlichen Raum, wo du dich super genial entfalten kannst. So, das ist die Legung. 17 Minuten. Wir hören jetzt auf. Es ist alles ganz schief hier. Ich lasse den Max jetzt raus. Ich danke dir sehr fürs Mitmachen. Ach so, wenn du noch Fragen hast und wenn du noch eine private Lesung möchtest, dann darfst du mich natürlich gerne kontaktieren. AndreaWürk.com ist meine Webseite. Da ist meine Telefonnummer. Du darfst mich gerne auf WhatsApp und Telegram anschreiben. Und ja, ich wünsche dir alles Liebe. Danke fürs Mitmachen. Tschüss. Hallihallo, ihr Lieben, du Liebe vom dritten Stapel und vom letzten Stapel. Das ist jetzt das Mystic Monday Tarot, was sehr dick ist. Ich guck, hoffe, dass ich das mischen kann. Hier fängt es schon an. Wollen wir mal schauen, was bei dir los ist? Ja, okay, ich glaube, ich habe die Karten verkehrt rum, ja. Und bezüglich deinem Sumpf und deinem Nicht-Sumpf, bezüglich deinem Sumpf und deiner Wahrheit, die gelebt werden möchte, das ist nämlich die Wahrheit auch und die Freiheit und die Liebe und das Weite. Ja, wie immer möchte ich kurz anmerken, dass das hier eine allgemeine Legung ist und dass die natürlich nicht mit jedem konform gehen kann. Das solltest du immer im Kopf haben, weil wenn du merken solltest und du solltest bitte genau hinfühlen, dass du hier nichts rausnehmen kannst, rein gar nichts aus dieser Legung, dann leg sie weg. Such dir im Internet eine andere aus oder auch bei mir, geht natürlich auch. Im Internet gibt es wundervolle Legungen auch von wundervollen Kartenlegern. Da kannst du dir dann eine andere aussuchen. Da ist sicherlich auch eine für dich dabei. Oder aber du kannst natürlich auch bei mir eine private Legung anfragen. Geht natürlich auch so. Gucken wir mal, was bei dir los ist. Wir haben hier die Erfolgskarte, die Freiheitskarte, die Siegeskarte, die Sechs der Stäbe. Das liegt in deinem Herzen. Ich lese Karten nicht verkehrt rum. Das ist die Fünf der Kelche und die Zehn der Schwerter. Und bei dir möchte jetzt tatsächlich was zu Ende gehen. Und das ist dieser alte Sumpf, von dem ich geredet habe. Wir haben hier einmal den Sonnenaufgang, hier haben wir noch einen Sonnenaufgang. Es will was Neues gelebt werden, was viel freier ist, viel leichter als das, was du jetzt lebst. Und dir fällt es im Moment noch schwer, das Alte loszulassen. Und es kann jetzt ein alltägliches Ding sein. Es kann aber auch sein, dass es sich eben tatsächlich um den Bewusstwerdungsschritt handelt, der natürlich auch eine gewisse Vertrauen und eine gewisse Anstrengung bedeutet, logischerweise, ja. Wir haben die Stärke, die ist hier sehr geil in dem Deck. Als Potenzial die Justice. Dann als Herausforderung die Hohepriesterin, ja. Und als Ergebnis den Hohepriester. Das ist ja jetzt sehr lustig. Wow, das ist ja jetzt krass. Das ist jetzt echt irre. Und in dem Deck ist der sehr geil, weil in dem Deck sagt er mir, geht es darum, tatsächlich alte Vorstellungen
freizulassen, die sicherlich auch auch mit der Spiritualität zu tun haben, aber auch mit dem, was im Leben so passiert, in das wahre Bewusstsein und vielleicht auch raus aus einer alten Religion oder aus einer alten Vorstellung, wie man eben Spiritualität lebt oder eine alte Vorstellung, wie man überhaupt das Leben lebt. Oder das ist die Wahrheit. Ja, du kommst dann in der Wahrheit an. In der wirklichen, ach, das ist ja echt der Hammer. Das ist jetzt der Hammer, dass die Herausforderung die Hohepriesterin ist und das Ergebnis der Hohepriester. Also das ist echt krass. Und das Potenzial ist letztendlich die Justice, die ja sagt, hier kommt was ins Gleichgewicht, hier wird was wirklich gerecht. Und hier geht es ja um die Entscheidung. Gehe ich in die Wahrheit oder bleibe ich in dem alten Sumpf hängen? Und hier hast du noch zu kämpfen gerade. Obwohl dein Herz schreit, dass es raus möchte. In dem Fall würde ich sagen, es schreit, es möchte raus, ja. Die Sechs der Stäbe sagt hier, ich möchte raus, obwohl das hier eigentlich eher die Karte des Erfolgs ist und man hat gewonnen, man ist jetzt da, wo man hin wollte. Da möchte aber eben deine Seele möchte jetzt dahin, eben hierhin, in die Wahrheit, ja. Aber du kämpfst noch dagegen. Das ist hier so eingezwängt von diesen zwei Karten. Du weinst noch irgendwas nach, irgendeinem Teil in deinem Leben, was du noch nicht freigeben kannst, was aber eigentlich schon gar nicht mehr da ist. Ja. Und der Weg ist eigentlich schon offen, um eben hier hinzugehen. Und die Herausforderung ist, dass du, warte mal, wir machen jetzt erstmal die Stärke. Du wirst wahrscheinlich immer wieder also die Stärke ist ja eine Karte, die zum einen ausdrückt, dass man eben in seine Kraft kommt. Das ist dann deine wahre Kraft. Aber um eben dahin zu kommen, darfst du dir eben das, was dich immer wieder runterzieht, das ist so eine Art böser Tiger, so eine Art Monster, ja, das zieht dich immer wieder runter. Und das ist letztendlich diese Skorpion-Pluto-Energie. Die zieht dich immer wieder runter in deine Ängste, in deine Zweifel, in deine alten Wunden, in deine Glaubensmuster. Und da darfst du jetzt hingucken, dass du dich mit diesen Ängsten, ich nenne es jetzt mal global Ängsten, dass du dich mit denen beschäftigst und mit denen Frieden schließt. Weil wenn du mit dem Frieden schließt, was dich immer wieder runterzieht, mit diesem Monster, was dich immer wieder runterzieht, wenn du mit dem Frieden schließt, dann wird dieser wundervolle Tiger draus und du kommst in deine wahre Kraft. Ja, und das ist Arbeit. Das ist jetzt noch ein bisschen Arbeit, aber vielleicht gar nicht mehr so viel, weil das Alte ist ja eigentlich schon weg. Du trauerst ihm nur hinterher. Du bist diejenige, die das Alte nicht loslassen kann oder derjenige. Es ist nicht mehr da und du trauerst noch hinterher. Und das darfst du dir angucken. Warum trauere ich da noch hinterher? Warum will ich es nicht gehen lassen? Was macht mir so eine Angst, den Schritt noch wirklich nach vorne zu gehen, rein in den Sonnenaufgang, in das Neue, in den neuen Tag? Ja, hier haben wir ja auch die Sonne, den Tag und hier ist ja eher die Nacht. Ja, und die Hohepriesterin, die Herausforderung ist, dass du ins Urvertrauen gehst, dass du in den Flow gehst. Wir haben hier ja so ein bisschen Flow, ne? Und dass du auch, sie hat hier natürlich auch zwei unterschiedliche, also sie ist auch Dualität, also sie kann mit der Dualität umgehen, sagen wir es mal so. Das drücken diese zwei Sachen aus, ja. Und ja, es geht jetzt darum, dass du. Ja, das hier eben, hier haben wir ja auch die Dualität, ne? Dass du guckst, dass du das ausgleichst vielleicht auch. Es geht vielleicht noch nicht mal bei dir um die Entscheidung, ich entscheide mich hierfür oder dafür, sondern dass du beides ins Gleichgewicht bringst. Ja? Das sowohl als auch. Das geht auch. Man muss sich nicht immer entweder oder. Es geht auch das sowohl als auch. Und das darfst du vielleicht erkennen. Und das ist die Herausforderung, dass du erkennst, dass du keine Entscheidung machen musst, sondern dass das sowohl als auch geht. Aber du solltest dich natürlich dafür entscheiden, den neuen Weg zu gehen. Das ist schon mal wichtig. Aber wenn es darum geht, vielleicht auch noch sich für was anderes zu entscheiden, dann kann es sein, dass es auch um das so. Das darfst du selber gucken.
Geht es um die Ausgleichung, wie hier bei der Justice? Geht es um die Ausgleichung? Oder geht es darum, wirklich komplett sich für was zu entscheiden? Vielleicht geht es auch einfach nur darum, dass du dich mit deinem inneren Monster, wie ich immer so schön sage, dass du das ausgleichst. Dass die Schatten, die da innerlich rufen und die Ängste, dass du die nicht als negativ abstempelst, sondern eben die dafür nutzt, in deine Wahrheit zu kommen. Jetzt kommt mir es erst. Sorry, es hat wieder einen Moment gedauert. In deine Wahrheit zu kommen. Und das ist dieses Ausbalancieren von der Justice und aber auch von der Hohepriesterin, die eben die Königin sozusagen der Dualität ist auch, ja. Sie hat das Wissen und sie kann Dinge ins Gleichgewicht bringen, die dual sind. Und dual ist ja letztendlich Schatten und Licht, Schatten und Wahrheit, Manipulation und Wahrheit, ja. Und das darfst du jetzt lernen, ins Gleichgewicht zu bringen, in einen Frieden mit denen zu gehen. Und dann kommst du in deine wahre Kraft, weil dann kennst du deine Schatten, dann kennst du die Manipulationen, dann kennst du die Ängste. Die sind dann vielleicht noch da, aber du kennst sie und du weißt ganz genau, wie du damit umgehst. Das ist deine Lernaufgabe hier. Und dann hast du auch den Mut, in den Sonnenaufgang reinzugehen, ja? Und dann kommst du auch in den Flow und ins Urvertrauen, was auch die Hohepriesterin ist. Und das Potenzial ist letztendlich, dass du ausgeglichen, gerecht, klar, dann wirklich diesen Weg gehst in die Wahrheit. Und die Wahrheit ist letztendlich dann auch das Ergebnis, dass du dann deine Wahrheit lebst. In welchem Thema auch immer. Das kann jetzt tatsächlich auch ein Alltagsthema sein, ja. Es kann aber auch sein, dass es eben wirklich dein Bewusstwerdungsweg ist. Ja, wir haben hier allerdings sehr viele große Arkanas, nämlich 1, 2, 3, 4, 4 Stück. Das ist viel. Und die großen Arkanas sagen mir immer, dass es eine ganz große Wichtigkeit hat und dass es auch oft um einen persönlichen, also um einen Bewusstwerdungsweg geht. Aber das kannst du selber entscheiden, wie du die Legung jetzt nimmst. Und hier möchte ich, glaube ich, auch, ich weiß nicht warum, aber es muss ja auch nicht immer einen Grund geben, auch nochmal dieses astrologische Deck legen, das Black Moon Astrology Deck und gucken, was diese Karten hier noch zu sagen haben. Da haben wir eine, die will ich, die lacht mich an. Pluto-Transformation. Das ist ja jetzt sehr lustig. Das ist nämlich, ja, der Pluto ist natürlich auch Transformation, aber hier in der Karte natürlich eher das, was runterzieht. Aber ja, du, das ist hier wirklich eine Transformation, die auch stattfinden darf bei dir. Und dann haben wir wieder das 11. Haus vom letzten Mal, das hier zwar Freunde heißt, aber das ist für mich einfach die Wassermann-Energie. Ja, es geht jetzt wirklich um was Großes, um die Wahrheit, um die, dass du losgehst in die Wahrheit, in die Einheit. Wir haben hier, nee, der Hierophant ist ja, glaube ich, nicht, nee. Ja, aber wir haben hier die Wahrheit, die Einheit und eben, ja, dass du gehst, dass du wirklich dich traust, in dieses Neue zu gehen, zu transformieren. Und in das Neue zu gehen. Wow, das ist sehr, sehr schön. Eine sehr schöne Legung. Ja, spür hinein, ob es deine Legung ist. Wenn du hier Input rausholen konntest, dann freue ich mich total. Es ist ja auch meine Intention, dass ich dich irgendwie unterstützen kann. Wenn du noch Fragen hast oder wenn du eine private Lesung möchtest, dann darfst du mich gerne anschreiben. andreawirk.com ist meine Webseite. Da findest du meine Daten, auch die Telefonnummer. Und am liebsten ist es für mich, wenn du mich über WhatsApp oder Telegram anschreibst, ja, okay. Kannst mir natürlich auch ein E-Mail schicken, geht auch, aber das andere ist einfacher. Okay, ich danke dir sehr, sehr, sehr fürs Mitmachen und ich wünsche dir alles Liebe. Du hast hier wirklich ein Riesenpotenzial, in dein wahres Sein zu kommen oder wenn es eben jetzt was Alltägliches ist, Erfolg zu haben, ja. Wow, sehr schön. Tschüss.